Hi, ich bin der Günther. Ich bin aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Wir müssen nochmal versuchen, irgendwie gegen Ash zu gewinnen, der sich in der letzten Folge als etwas stark herausgestellt hat. Und ich habe hier ein komisches Instrument dabei, weil das Kabel von meinem Keyboard derzeit nicht funktioniert und irgendeinen Ersatz braucht man ja. Genauso klingt das. Ich weiß nicht, warum ich euch das gerade gezeigt habe. So. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte das nachholen. Wir hatten das große Finale. Franz war schon fucking broken zu bekämpfen. Und dann kam hier Ash um die Ecke. Und hat gesagt, kann's mich mal. Okay, aber der Kampf beginnt sofort besser. Ach komm, Junge! Ja, es ist alles genauso wie letztes Mal. Das Problem ist, letztes Mal hat das Ding mit Drachenwut geleadet. Dieses Mal hat es stattdessen Lied benutzt und kürzert, um wieder mit einem HP zu überleben. Ich werde Pikachu wieder auswechseln gleich. Ich weiß jetzt, ich brauche Pikachu zwingend gegen sein letztes Pokémon, wenn ihr euch nicht mehr erinnert. Ich habe keine Chance gegen dieses Quajutsu sonst. Das Problem ist ja auch, dass ich viele Heil-Items jetzt einfach verloren habe seit dem letzten Mal, weil ich sie hier im Kampf genutzt habe. Ah, ich wechsle Pikachu doch nicht sofort aus, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich outspeede und one-hitte. Ja. Und das war damit schon sinnvoll. Das ist das Problem. Das Problem ist, ich brauche gegen fast alles Elektro. Ich kann leider mein erstes Pokémon nicht wechseln, sonst würde ich gerne dafür sorgen, dass ich Shinux nicht zuerst nutzen muss. Letztes Mal hast du gecrittet, das weiß ich. Ja, dieses Mal ist besser. Aber es hat ruckzuck noch. Also, sagen wir es so, wir haben schon eine ganz gute Situation, weil wir schon 3 Pokémon down haben. Aber ich werde vermutlich nochmal heilen müssen. Und ich denke, obwohl, das Ding ist doch nervig, ne? Also, wer sich nicht mehr erinnert, das große Problem ist das Ash Quajutsu ganz am Ende. Das unfassbar viel Damage macht und halt auch sofort Regen erzeugt. Ich gönn erstmal hier einen Hit. Das wird ihn im Leben töten. Ich hab trotzdem mit mehr gerechnet. Giftpuder. Das gute Flamly brauche ich nicht mehr später im Kampf. Ich werde noch eine Glut raushauen. Ich hoffe sogar, es überlebt. Sehr gut. Du willst mich flachsen. Okay, aber es lebt. Weil mir ging es jetzt echt darum, dass es hier überlebt, damit ich eine Runde Zeit habe, um, ich hätte sogar auch Gegengift, aber Flamly ist nutzlos, Punkt. Ich muss vor allem auf Pikachu und Fragezeichen, Man, mich verlassen können. Und gegen Quajutsu eben, ist, denke ich, keine Frage, auf was ich mich mehr verlassen muss. Überlebe ich das Gift nicht sogar? Ja, noch. Das heißt, du kannst das Ding sogar noch rausnehmen, Flamly. Ich hab mir halt jetzt gedacht, dieser Sam ist nicht so schnell. Ich hätte es mit allem outspeeden und direkt töten können. Und dafür konnte ich mir jetzt eben einen Heal gönnen. Und jetzt bekommt Flamly noch ein bisschen Erfahrung, falls wir noch ein drittes Match brauchen. Was? Er nutzt es jetzt schon.
Er nutzt es jetzt schon. Aber dieses Mal sind wir besser vorbereitet. Letztes Mal war Pikachu raus an dieser Stelle. Dieses Mal haben wir es voll geheilt da und können sofort rein switchen. Der Regen ist halt auch sehr unangenehm. Und das Problem ist, Elektroball macht nicht so viel Schaden. Warte, ich bin schneller? Ich wollte gerade sagen, das macht nicht viel Schaden, weil ich langsamer sein werde. Seht ihr das Problem? Das war kein Crit. Okay, aber das ist gut. Das ist gut. Fragezeichen, Man. Er wird vermutlich nicht outspeeden. Flamlieder mit einem Hit tot, Sandama auch. Wobei die Sache ist, Sandama könnte mit Glück outspeeden. Okay, vor allem während der Paralyse würde es das. Aber Fragezeichen werden wahrscheinlich auch. Und den haben wir dann auf Full Life, während es regnet, gegen das letzte Pokémon. Und jetzt der Crit, Alter. Komm, hier. Diesmal schaffen wir es. Dieses Mal schaffen wir es. Das vermutlich gefährlichste ist schon raus. Ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sein letztes gesehen habe, letztes Mal, aber... Ich sag so, ich benutze Panzerschutz eh nie. Boah, vor allem, wir kommen noch in die Liga, weil ich habe so einen Schiss vor der... Pikachu ist natürlich ganz lecker. Fragezeichen, ne? Aber ich habe ja auch... Wie gesagt, es regnet. Ich kann Hydropumpe nutzen. Das ist unschön. Aber Fragezeichen, mein Hittet. Jawohl! Raus! Gut, second try, besser gemanagt. Das Problem war eben wirklich letztes Mal, dass das Quajutsu mich komplett überrennen konnte, weil ich nicht dafür bereit war. Und dass Shinux gewone-hitted wurde, akzeptiere ich immer noch nicht. Jetzt mal im Ernst, das hat mich so gefühlt den ganzen Tag gestern noch frustriert, weil wir haben jetzt einen Tag später, dass einfach Shinux gewone-shottet wurde, aber jetzt gerade eben. Pikachu hat ja auch nur mit 3 HP überlebt, weil das Ding freaking broke ist. Du hast mich besiegt, einfach nur wow, ja, ich bin auch überrascht. Oh, es tut mir leid, dass ich die Pokémon zerstören wollte, die du so liebst. Holter. Was ein Pisser. Loser. Keine Sorge, ich vergeb dir. Ich hätte mir keinen besseren Sohn wünschen können. Yeah. Hier staut sich Energie an. Was? Ja. Jetzt, wo du sagst, merke ich es natürlich auch. Was ist das? Ein kleines Geschenk an euch alle. Matt? Ja, ich konnte noch kurz mit Missinger und Marshadow reden. Sie sind beide sehr dankbar dafür, dass ihr die Welten gerettet habt. Daher, warte, du meinst jetzt nicht das? Doch, ihr könnt jetzt einfach hin und her reisen. Das heißt, ihr könnt eure Partner wiedersehen. Yeah! Oh Gott, das Ash-Pikachu. Das ist nicht alles, ihr könnt sie auch wieder hierhin mitnehmen. Heißt es, ich kann schon erst endlich meine Welt zeigen? Es muss sehr viel Energie erzeugen. Nee, Missing No schafft das. Die Energie wird in euren Herzen und eure Seele baden, ne? Alle konnten wieder zurück. Und Ash genoss die Zeit mit seinem Pokémon, seinem Vater. Wer zur Hölle ist... Das ist eins der Pokémon, oder nicht? Ein Glumanda, oder? Nee, keine Ahnung. Alle Pokémon waren wieder glücklich, miteinander vereint, die getrennt wurden. Pokémon Gym... Warte, kommen jetzt die Credits? Ich dachte, die kamen nach der Liga, aber nee. Das heißt, lädt euch zurück. Denn wir werden jetzt sehr viel Credits haben. Ich werde dir das jetzt auch nicht alles vorlesen, das habe ich aufgegeben.
Ich denke, wenn ich wirklich, wenn wir wirklich richtig drin sind. YouTuber. Ja. Danke. Ich weiß, ich bin der Beste. Lasst alle ein Abo auf diesem Channel da. Hydropi und Mikrosma sind beide immer noch nicht da. Latios hat sowieso nie irgendwas zu sagen gehabt. Ja, Silberdorf Musik. Floink. Pokémon? Das weiß Fragezeichen dann aber. Mikrosma war zu groß. Ja, das ist auch wieder so, Fragezeichen an Lore. Nagis Team. Also die wirklich ganz krassen Teams werde ich hier jetzt machen. Ja, mit Nagi, Itsuna, Lloyd und Saku. Da haben wir noch so Kollegen wie Baldorfisch. So. Und Gingis Team. Ja, ich würde sagen, wir reden ein bisschen mal währenddessen. Es wird sowieso so viel kommen, das kann ich euch hier schon sagen. Ihr wisst ja schon, das ist im Original. Ah, die Super Mystery Dungeon Crew. Warte. So, jetzt gucke ich mich um, damit ich jemanden nicht sehe, der in der Story wichtig ist, damit ich mich heftig darüber beschweren kann. Ja, okay, natürlich fällt hier sofort auf, dass aus der Schule in Ruhenau keine Charaktere da sind, abgesehen von Psiao. Da fehlen gleich einige, so wie auch zum Beispiel einige Lehrer. Die Welthalle ist als einziger Boss da, sowas wie die dunkle Materie oder so, ist dann fehlt schon einiges. Die Main-Pokémon waren ja Nagis Team, daher Explorers Pokémon und Smetbo, Raupi. Ja, Raupi Businessman! Gates to Infinity, das underratedste Mystery Dungeon. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und warum ist Gengar nicht hier? Nee, das ist ein anderer Gengar oder so, keine Ahnung. Gab's in dem Spiel doch gar nicht. Obwohl, wir werden jetzt viele sehen, die es in dem Spiel gar nicht gab, glaube ich. Ja. Dann möchte ich mal mir ein bisschen Zeit nehmen, über das Spiel zu reden. Natürlich kann ich hier jetzt noch nicht sicher sagen, ob vielleicht noch irgendwas Neues kommen wird. Das steht noch in den Sternen. Es wird auf jeden Fall noch die Liga fehlen. Inwiefern die schwerer ist, länger ist, das werden wir alles noch erfahren. An sich, mein Feedback. Ich hatte ja zwischendrin in Folge 10 oder 11, glaube ich, schon mal einiges gesagt. Da war jetzt Gengar. Hab ich ja schon einiges gesagt. Und ich bleib auch dabei. Vor allem eben, da ich Pokémon Günther The Broken Story schon gespielt habe, war der Anfang des Spiels schon ziemlich redundant. Es war eigentlich eben ziemlich genau dasselbe mit manchen Quality of Life Changes, die es ein bisschen besser gemacht haben. Und die Schwierigkeit wurde an einigen Stellen angepasst. Alter, hier ist ja echt jeder Haufen Kacke wieder dabei. Die Schwierigkeit wurde ein bisschen angepasst. Das ist schön und gut, aber hat mich noch nicht so vom Hocker gehauen. Aber dann, als es wirklich, nachdem alle Rettungsaufträge mit Shinnok und Anton erfüllt waren, als es dann weiterging, oh Junge, da gab es dann neuen Content Overload. Es gab eine riesige neue Stadt, neue Bossgegner, die dunkle Materie, die dunkle Macht. Also das Spiel hat sich wirklich vor allem ab diesem Punkt stark verändert. Auch da habe ich bemerkt, dass es an vielen Stellen ein gutes Stück schwerer geworden ist. Und da habe ich überhaupt nichts gegen. Und auch wenn ich vielleicht zum Beispiel ein bisschen frustriert war am Ende der letzten Folge, an sich fand ich schon cool, dass der Kampf so schwer war gegen Ash.
Ich muss jetzt echt überlegen, was ich überhaupt groß sagen kann. Ich werde auch einiges reden müssen, das weiß ich. Also, die Neunteilung des Spiels fand ich auch wirklich sehr gute und sinnvolle Erweiterung. An einigen Punkten wurden Dinge, die man vielleicht nicht so ganz erfahren hat, erklärt. Zum Beispiel eben, als der neue Content so begonnen hat, wie es Hinox jetzt genau in Sinister Forest, der in einer ganz anderen Welt ist, gelandet. Natürlich kann man sich auch wieder streiten, inwiefern die Erklärungen, die man jetzt hat, Sinn ergeben. Den wenigsten Sinn habe ich auch immer noch in Lost Worlds so gesehen. Wir hatten die gesamte erste Walross-Edition dieses Mal als Spiel, was ich natürlich sehr gefühlt habe. Und dann ging es weiter mit Fragezeichen als eigenen Erfindung. Der große Erkunder Lucario, Alter. Boah. Ich muss echt überlegen, was ich sagen kann. Also wie gesagt, den neuen Content fand ich echt cool umgesetzt. Es gab auch schön viele Bosskämpfe, auch jetzt gerade beim Finale rund um Missingno und alles. Das war auch echt cool, dass da irgendwie eben die ganzen Sachen, man hatte im Original gefühlt eine 8,5 Stunden lange Szene, die dieses Mal aber mit Bosskämpfen aufgefrischt wurde. Man musste einfach gegen jedes Legi kämpfen, hatte noch schön hier was zu sehen und zu machen, hat damit einfach viel bessere Atmosphäre gehabt. Das war schon nochmal was ganz anderes. Jedes Pokémon aus jedem Pokémon Mystery Dungeon Trailer. Digga, die drehen sich alle so synchron um, das kommt mir vor wie so eine Sekte. ja. Es gab wieder viel Potenzial für schlechte Witze. Und das habe ich auch voll und ganz ausgenutzt. Ich weiß auch, dass ich sehr oft vermutlich ein bisschen ich habe oft relativ mich auch über Dinge im Spiel lustig gemacht. Ich möchte hier nochmal klarstellen, das ist nicht wirklich ernst gemeint. Ich meine, natürlich gab es einige Dinge, die mir auch in der Richtung aufgefallen sind. Aber ich bin Mensch, ich mag es einfach dann, das auch so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Und, das sage ich auch, wie es ist, wenn irgendwelche Leute damit überhaupt nicht klarkommen, dann ist mein Kanal nichts für euch. Das ist nun mal einfach so. Ich ändere nicht, wer ich bin und kann ich auch gar nicht, also, ne? Ja. Was natürlich aufgefallen ist, wobei eben die Frage ist, inwiefern das an Fragezeichen dann liegt oder inwiefern das Spiel einfach Bugs hatte, ne? Das ist die Musik, die an vielen Stellen. Die Musikauswahl war sehr, sehr gut. Hat mir übel gefallen. Es gab sehr viele Tracks, zu denen man richtig abwiben konnte. Gleichzeitig gab es dann aber auch viele Stellen, an denen die Musik eben einfach nicht funktioniert hat, wie sie sollte. Es gab noch ein, zwei Fehler, von denen kleinere auch inzwischen schon gefixt wurden. Zum Beispiel weiß ich das bereits, was wir bei der Gerichtsverhandlung hatten. Ich stelle mir mal die Musik lauter. Was wir bei der Gerichtsverhandlung hatten, dieser Softlock, den ich da hatte, den ich nur mit einem Spielreset. Oh, Paterboy. Dass ich nur mit einem Spielreset wieder da machen. Wieder richtig stellen konnte. Das wurde zum Beispiel bereits gefixt. Das heißt, da kann man sich jetzt nicht mehr softlocken. So. Natürlich hier nochmal ein ganz, ganz fettes Shoutout an Fragezeichen Man, der dieses Spiel programmiert hat. Der es nochmal, der nochmal The Broken Story komplett erneuert hat. Viele Dinge, die damals nicht so
ne, noch nicht optimal waren, jetzt noch einmal verbessert hat und damit noch mal eine wirklich letztendlich doch neue Erfahrung erschaffen hat. Und ich glaube, jetzt kommen die ganzen Comics, bei denen ich Fragezeichen Man gesagt habe, jetzt kommen, glaube ich, einige Comics, die Fragezeichen Man entweder so kennt oder bei denen ich ihn geschrieben habe, dass ich sie gelesen habe. Auf jeden Fall kommen hier jetzt die ganze Zeit Comics, die ich eben, okay, das kenne ich nicht. Oder das habe ich inzwischen schon vergessen. Das kenne ich auf jeden Fall. Habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Gab es ja sogar einen Bosskampf. Ja, man, also einige kenne ich, manche nicht. Ich kann eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, wenn ich das Spiel bewerten müsste. Bis 100 Punkte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Broken Story so eine 70-75er Bewertung hatte. Gehen wir von 70 für Broken Story aus, dann würde ich hier jetzt sagen 82 Punkte bei diesem Spiel. Da es wirklich schon noch eine Steigerung hatte. Auch die 90. Ich muss sagen, das liegt vermutlich auch daran, dass ich eben die anderen schon kannte und deswegen nicht so krass gefühlt habe. Ein anderes deutsches Mystery Dungeon Hörspiel. Noch ein anderes Hörspiel, aber wir wissen alle, was das ist. Euch hatten wir schon, Leute, falls euch das nicht aufgefallen ist. Ups! Jetzt kommen viele Hörspiele. Aber wir wissen doch alle, welches das beste Pokémon Mystery Dungeon Hörspiel auf YouTube ist. Ich hab keinen Anfall. Alter, was mache ich eigentlich? Guardians of Light. Er stellt die Fragen, die wichtig sind! Was habt ihr mit Riolu alle? Oh, Guardians of the Universe. Da muss ich aber gerade eine kleine, aber feine Korrektur vornehmen. Und zwar Dream Horrendous ist jetzt eigentlich nicht der Originalname. Auf sämtlichen Plattformen, wo der Comic regelmäßig geuploadet wird, heißt der Creator Starlight Nexus-chan. Ja. Da muss ich aber dann auch zu sagen, der Comic-Dub ist zwar von Dream Horrendous, aber zumindest, wenn mich gerade nicht alles täuscht, ist das der YouTube-Channel von eben genau Starlight Nexus-chan. Alle YouTuber, die ihn unterstützt haben, ist eine ganze Menge. Fragezeichen, mein Taikei, Pokefinst, Lucky Peter, LT, der ist gleich zweimal dabei, Ultra Let's Play, Shadow King, Redthroat, Destiny Jagold, plus Günther, plus Genji, die Knuddelhof-Gilde, der Discord-Server, die ganzen Mitglieder davon, wo ich auch ein Teil bin, zum Beispiel Gildemeister Shiggy, Fragezeichen Man, Glibuntles Pixelmatch, Silberrang, Krebskorps, Baldor, Bronze Evoli, kann ich nicht aussprechen, Magnetilo, Bucky, Normal, Galagladi, Mr. Ultimativ. Oh. Nee, ich muss mich gerade korrigieren. Ich habe das gerade verwechselt. Es gab einen Discord-Server von Fragezeichen Man selber, der inzwischen aber ausgestorben ist. Da war ich dann Seemobs zum Beispiel. Ich habe gerade an Nagi-Senseis Yotori. Nee, inzwischen heißt er Nagis Mystery-Server. Zusätzliche YouTuber als Pokémon Günther aus der Dönerbude. Da hinten, neben Lord Ecke. Olaf Nim 500 steht da auch rum. In der vordersten Reihe Nagi, neben Lloyd und Saku. Dann links haben wir Nightmare LP als Pikachu. Knochenmotte, der immer da ist oder es erst bemerkt. Gastcharaktere, Missing No, okay, den würde ich jetzt nicht streiten, ob man den als Gast bezeichnen kann, wenn er eigentlich so der Hauptantagonist im Spiel war. Sans ist auf jeden Fall ein Gast, genauso wie Sora und Cloudcamp, stimmt. Waluigi, hoffentlich wirst du bald in Smash kommen, nein!
Achso, er meinte nicht nur Waluigi. Ich bin aber auch der Meinung, ich bin Anti-Waluigi-Fraktion. Einfach mit dem Punkt. Waluigi ist nicht relevant. Team Gamebots! Hey, Johnny! Hey, Johnny! Die Dummmätze! Bei Spiras in auf YouTube. Klickt euch das, das ist eins der lustigsten Let's Plays, wenn ich das lustigste Let's Play, was ich je gesehen hab. Ich sag nur, hey Johnny! Ah. Das Ultimate Team, Günther und Anton. Oh, das war's schon mit den Credits. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre mehr. Du willst also die Nobliga bestreiten? Ich hab keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber lass uns unser Bestes geben, Günther. Ja, ich helfe euch. Hi, wer ist... Oh, Necrozma! Und Hydropi! Wer hat gedacht, dass wir hier landen, du Necrozma? Mach das Spiel kaputt. Nee, ich werde mitmachen. Der Boss! Ich bin der Krasseste! Also... In der nächsten Folge geht es dann los mit der Nobliga. Ich kann mein Inventar nicht öffnen, ach man. Schaltet wieder ein fürs wahre Finale, nenne ich es jetzt einfach mal. Vielleicht werden wir, wenn es schnell geht, in der nächsten Folge mit dem Spiel fertig. Wir werden es sehen. Bis dann und ciao.